Urban Gardening auf dem eigenen Balkon. So schaffen wir eine Wohlfühloase, mit der wir Seele und Gaumen gleichermaßen verwöhnen. Unser Gemüsebeet ordnen wir aus verschieden dimensionierten Vivano-Pflanzkübeln an. Mit kubischen Formen schaffen wir eine harmonische Grundform, die wir jederzeit neu zusammenstellen und beliebig ergänzen können. Auch für kleinere Balkone eröffnen sich so unbegrenzte Möglichkeiten. In den Boden der Pflanzgefäße bohren wir zunächst Löcher, damit überschüssiges Wasser abfließen kann. Um eine wasserdurchlässige Basis zu schaffen, füllen wir je nach Höhe unserer Pflanzgefäße etwa 5 bis 10 cm Blähton ein, den wir bei Bedarf noch mit Unkrautvlies abdecken können. Zum Anpflanzen haben wir uns für Kokoserde entschieden, die in praktischen Ziegeln geliefert wird und erst unter Zugabe von reichlich Wasser ihr volles Volumen entfaltet. In den Kübeln mischen wir der Kokoserde etwas organischen Dünger unter, damit unser Gemüse genug Nährstoffe zum Wachsen hat. Und dann geht es auch schon ans Bepflanzen unseres Hochbeets. Im Gartenmarkt haben wir uns dazu vorgezogenes Gemüse besorgt. Das empfiehlt sich vor allem bei Tomaten, Paprika, Chili, Salat und diversen Kräutern. Die Sortenvielfalt ist gewaltig. Hier pflanzen wir zum Beispiel Thai-Basilikum. Und dies wird Rucola-Salat. Manches Gemüse lässt sich auch direkt im Beet ansäen, wie Möhren oder Radieschen. Dazu ziehen wir einfach eine Pflanzlinie und lassen das Saatgut einrieseln. Noch flexibler lässt sich übrigens mit den praktischen Vivano-Pflanzeinsätzen arbeiten. Nach wenigen Wochen Pflege belohnt uns unser Garten dann mit reicher Ernte. In der Zwischenzeit konnten wir nicht widerstehen und haben in einem Vivano-Balkonkasten noch einen kleinen Kräutergarten angelegt. Bei der Auswahl der Gemüsesorten ist es ratsam, darauf zu achten, ob diese auch zu den Gegebenheiten unseres Balkons passen. Es lohnt sich also, sich in fachkundigen Gärtnereien vom Angebot an Gemüse und Kräutern inspirieren zu lassen, um unseren ganz individuellen Nutzgarten zusammenzustellen. So lässt sich Urban Gardening auf wirklich jedem Balkon genießen.